So, also das ist ja ein Bienenschwarm bei einer Kundin in Pfinstal. Ist gerade aus dem Muttervolk rausgebrochen, also aus so einem vermieteten Bienenvolk. Heute wäre eigentlich der Kontrolltermin gewesen, um den Schwarm zu verhindern. Und ja, eine halbe Stunde bevor ich hier herkam, hat die Kundin angerufen und gesagt, ja, zu spät, die Bienen sind schon ausgebüxt. Und wenn sie hier direkt vor Ort hängen, ist das auch nicht so schlimm, weil wir kriegen die ja alle. Wie immer machen wir den Schwarm nass. Das dient nur zum Betäuben der Flügel, dass die nicht gleich wegstarten. Und weil ich jetzt versuche, dass der Baum hier nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, weil man könnte natürlich jetzt auch zwei Äste abschneiden und hätte den Schwarm dann am Ast. Aber das ist jetzt auch ein Gewächs, wo sehr, ja, das gibt halt sehr nach und die hängen an zwei Ästen. Das heißt, wenn ich da schneide, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Schwarm mir runterbricht. Und deswegen werde ich da jetzt nur eine Wanne drunter stellen und dann die Bienen einfach abschütteln. Das machen wir hier in diese große schwarze Wanne. Gespannt, ob ich das Gewicht halten kann. Das ist ja echt ein bisschen größer, der Schwarm diesmal. So. Ja, da wird es kompliziert. Ja, Nadelgewächse, da mag ich die Schwärme nicht so dran. Probieren wir es mal, wenn wir es hinbekommen. Mehr wie schief gehen kann ich. Eins, zwei und... Also, ich habe den großen Teil, habe ich schon mal. Und jetzt müssen wir nur die Königin suchen. Nass machen hilft. Super. Schauen wir mal, ob hier die Königin auftaucht. Wäre natürlich super, wenn wir die gleich haben. So. Wenn die Kamera schüttelt, dann läuft mir immer eine Biene gerade ins Ohr rein. Das mag ich nicht. Da muss man den Kopf schütteln, dass die aufhören, da rein zu krabbeln. Früher oder später kommen die Königin immer an die Oberfläche. Da muss man nur Geduld haben. Und wenn sie jetzt nicht hier in der Wanne ist, dann klebt sie noch am Baum irgendwo. Da ist sie. Na, wie ich gesagt habe, die Königin kommt immer nach oben. Und da muss man halt nur den Moment dann erwischen. Oder? So? Okay, super. Also ihr seht, wir haben die Königin und damit haben wir auch alle erwischt. So, die kommt jetzt erstmal hier in den Käfig, weil es kann unter Umständen immer mal passieren, dass euch die Schwärme wieder ausbüchsen, nachdem die eingesammelt worden sind. Jetzt stauchen wir die Bienen auf. Das tut den Bienen auch nicht weh. Und dann brauchen wir die lediglich in die Kiste schütteln. Kann ja die Kamera jetzt auch wieder... Sieht man das so? Weiter runter? So? Okay. Jetzt gucken wir mal. Ja, da hängt jetzt noch ein bisschen was. Da nehmen wir jetzt gerade die kleine Wanne. Wobei, nee, jetzt ist die Überlegung, wir machen das Ding dicht. Dann sind wir in allen Fällen besser beraten. Warum, werde ich gleich zeigen. Das war das Rähmchen, wo kaputt ist. Auch gut. Das letzte Rähmchen kann ich ganz gemütlich heute Abend reintun, weil die Bienen, die lassen wir jetzt stehen bis heute Abend. Dann sind die nämlich alle in der Kiste wieder drin. Und dann brauche ich bloß Flugloch zustopfen und die Tiere ins Auto laden. Und die dürfen dann bei meinem Bienenstand weiterfliegen.
Ist egal, wo sie stehen. Super, dann würde ich sagen, stellen wir sie doch hier ein bisschen in den Schatten rein. Hier hin. Und jetzt müssen wir den Deckel noch irgendwie zukriegen. Die Folie kommt auch später erst rein, das machen wir jetzt nicht. Ihr seht, ein Bienenschwarm ist ziemlich flott. Man muss sich hier mega beeilen, dass man nicht die Tiere quetscht. Und man wird es auch nie ganz schaffen. Aber man soll es natürlich so gut wie möglich machen. Also da habe ich jetzt gemerkt, da war definitiv eine drunter, das geknirscht. Da ist sie. Aber ich sag mal, wenn es nur zwei, drei waren für so einen großen Schwarm, dann ist das absolut gut gemacht. Und ihr seht, die Tiere schwenken schon um. Also kann man deutlich sehen, dass der Flugbetrieb von der Ecke abgenommen hat und die jetzt wieder Richtung Flugloch gehen. Und deswegen schnappen wir uns jetzt nur noch mal die hier. Die kleine Resttraube sozusagen. Boah, da kam ja jetzt mehr Blütenpollen raus wie Bienen. Und die kippen wir nur zur Orientierung direkt vors Flugloch. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir die Kamera mal laufen. Dann könnt ihr es nämlich beobachten, was jetzt hier in den nächsten Minuten passiert. Ich weiß noch nicht genau, wo soll ich denn hinleuchten. So? Okay. Liegt da irgendwo ein Stab? Können wir das Rähmchen hinnehmen? Wenn die Kamera festhält. So, und jetzt könnt ihr, lieben Zuschauer, noch beobachten, wie so ein Bienenschwarm hier einzieht und sich das auch, also wie sich das Bienenvolk jetzt verhält. Ich mache vielleicht gerade nochmal die Linse sauber. Sehen, die sind ein bisschen staubig gerade. So, super. Den Rest machen übrigens die Bienen alleine. So, also die Bienen haben es hier begriffen, dass die Königin hier nicht mehr raus kann. Ihr habt ja gesehen, die sammeln sich jetzt alle hier in dieser Kiste. Und ich zeige gerade noch mal, wo der Schwarm jetzt ursprünglich herkam. Das war ja von hier. Und da sind so gut wie keine Bienen mehr. Dass da überhaupt noch Bienen rumfliegen, hat nur was mit den Pheromonen zu tun.